Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss ein bisschen leiser reden, denn heute verraten wir euch ein Geheimnis, was wir euch gute 5 Jahre hier auf YouTube vorenthalten haben. Seid gespannt! Vor mir liegen eine ganze Menge an Zutaten, unter anderem Bauchspeck, Zwiebeln, Pfifferlinge, ein paar Flüssigkeiten, aber auch Fleisch, und zwar dieses rote Fleisch hier. Und ich kann euch eins verraten, es ist kein Rindfleisch, aber es wird ein Gulasch werden. Und zwar ein Wildgulasch, es ist Wildschweinfleisch. Hat uns übrigens der gute Bernd, ein Jäger aus unserer Region, mitgebracht. Und ich kann euch sogar genau sagen, wo dieses Fleisch herkommt. Das hat er nämlich im Harz, da ist so eine Westernstadt, ich glaube Pullman City heißt die. Da in der Nähe hat er die Sau geschossen und uns einfach mal rumgebracht, weil er natürlich zu Recht sagt, mehr Bio als Wildfleisch geht gar nicht, denn wir reden immer von Regionalität und von Fleischqualität, was aber viel zu oft, viel zu selten kommt. Auch bei uns zugegebenermaßen ist das Thema Wild, denn das ist bei uns in der Natur aufgewachsen und ja, wie schon erwähnt, viel mehr Bio geht eigentlich nicht. Das kann ich mal festhalten. Gut, ich würde sagen, ich fange direkt an. Wir werden das Ganze im Dutch Oven machen. Der steht hier hinten schon bereit, den habe ich schon vorgeheizt. Ich habe jetzt unter dem Dutch Oven schon jede Menge Briketts gelegt. Der ist sehr, sehr, sehr knacke heiß, deswegen fange ich mit dem Speck an und muss da ja zeitig umrühren. Am Ende kommen auch noch Briketts oben drauf, aber ich glaube, wir können erstmal gemeinsam ein bisschen Speck auslassen. Ich habe hier übrigens auch noch ein bisschen Speiseöl. Das werde ich jetzt erstmal nicht reinmachen, weil der Speck eigentlich fettig genug ist. Wenn mir das Öl aber nicht ausreichen sollte, dann gebe ich noch was hinzu. Ist das das Geheimnis? Das ist noch nicht das Geheimnis, lieber Alex. Das Geheimnis verrate ich erst später. Es soll ja Spannung bleiben und so. Kannst du mir wenigstens verraten, warum auch ich das scheiß Geheimnis nicht kenne? Weil ich will es auch wissen. Ja, du wirst es erfahren, Alex. Also, oh Mann. Hitzetechnisch würde ich sagen, ist das genau richtig sogar. Ich habe unten drunter so 7-8 Briketts im Prinzip verteilt. Und jetzt lassen wir den Speck erstmal ganz in Ruhe aus. Und während der hier brutzelt, kann ich euch ein kleines Geheimnis verraten, was aber nicht das große Geheimnis dieses Videos ist. Und zwar brauchen wir für so ein Wildfleischgulasch natürlich auch noch ein Gewürz. Wir haben uns hier für Nordic Wild von Ankerkraut entschieden. Das ist ein Wildgewürz, passt ganz hervorragend zum Gulasch. Und wer bei Ankerkraut bestellen möchte, ihr findet in der Infobox einen Rabattcode, 15% sparen. Könnt ihr euch also anschauen. Da gibt es dann unter anderem auch dieses schöne Gewürz. Der Speck sieht schon ziemlich gut aus und bevor ich das Fleisch mit reingebe, salze ich das ein bisschen. Denn in dem Fall macht es absolut Sinn, das sind keine Riesenstücken. Und wenn Fleisch vorher schon mal ein bisschen Salz gesehen hat, dann ist am Ende nicht nur die Soße gesalzen, sondern eben auch das Fleisch. Und das macht hier definitiv Sinn. Die Zwiebeln können jetzt dazu, das ist übrigens eine große Gemüsezwiebel, also wirklich so ein Tennisball großes Teil, klein geschnitten. Ich würde auch sagen, fetttechnisch reicht das hier in der Pfanne. So, hier nichts vergeuden, ne? Zack. Auch einmal mit umrühren, die Zwiebeln schön anschwitzen, die sollten glasig werden, dürfen auch ein bisschen Farbe kriegen, aber sie sollen auf gar keinen Fall schwarz werden, das ist ganz wichtig. Oh, und ich habe da jetzt schon so einen Bock auf dieses Gulasch, das gibt's gar nicht. Ich rede übrigens die ganze Zeit vom Gulasch. Es gibt natürlich auch Ragout und soweit ich weiß, ist der einzige Unterschied, dass Ragout feiner geschnitten wird und ein Gulasch eher gröber geschnitten wird. Carsten hat mir vorhin gesagt, der Unterschied liegt auch beim Anbraten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber wenn du es weißt, schreib es mal gerne in die Kommentare und kläre mich und auch die restlichen Zuschauer, die es nicht wissen, auf, was ist der Unterschied zwischen Gulasch und Ragout. Ich habe schon viel gegoogelt und so 100% sicher bin ich mir einfach nicht. Die Zwiebeln sehen perfekt aus, richtig schön bräunlich, aber eben nicht schwarz. Ich muss aufpassen übrigens, dass mein Gebimsel hier nicht ins Fleisch kommt. Denn jetzt kommt das Fleisch mit dazu, das brate ich scharf an, beziehungsweise so scharf ist es nicht mehr, weil die Pfanne bzw. der Topf jetzt natürlich schon leicht abgekühlt ist durch die Zutaten. Und dann löschen wir das Ganze noch mit dem Rotwein ab. Aber hat Carsten nicht mal gesagt, dass man das nicht voranbrät? Ja, bei einem normalen ungarischen Gulasch, ja. Bei einem Wildgulasch ist er sich auch nicht sicher. Ja, okay. Deswegen mache ich das jetzt genauso. Hier kommen ja auch keine Tomaten rein. Ungarisches Gulasch ist ja rot von der Tomate, weißt du? Ja. Ist das das Geheimnis, das Anbraten vielleicht?
Das Anbraten ist auf jeden Fall auch ein gut gehütetes Geheimnis, aber es ist nicht das Geheimnis, was ich heute lüften werde. Der Rotwein ist jetzt schön einreduziert und es ist so ein richtig genialer brauner Sud entstanden. So soll es sein, denn dieses Gulasch soll braun sein und nicht rot wie so ein ungarisches Gulasch. Übrigens, ungarisches Gulasch haben wir vor 1,5 Monaten mal gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Geniales Video. Solltet ihr euch angucken, zusammen mit Carsten, mit unserem Fleischermeister. Er hat wieder ein Feuerwerk von Tipps rausgehauen. Mache ich übrigens jetzt auch ein Feuerwerk von Tipps. Denn als nächstes brauchen wir unseren Fond. Ich habe hier Wildfond, den könnt ihr euch selber kochen aus Knochen und Gemüse und so weiter. Wir haben die Schnellmethode bevorzugt, sind in den Supermarkt gegangen, haben Wildfond eingekauft. Der kommt jetzt mit rein und dann kommen noch folgende Zutaten dazu. Natürlich Wildgewürz, da gebe ich gleich eine Handvoll mit rein, aber das richtige Abschmecken werde ich erst am Ende machen. Es kommen dann schon so 2-3 Teelöffel Preiselbeeren, dass wir die Süße schon reinkriegen und auch ein paar unserer Pfifferlinge. Die meisten kommen erst so 10-15 Minuten vor Ende rein, genauso Preiselbeere. Aber ich will jetzt schon mal einen Teil reingeben, damit der Geschmack richtig mit in unsere Flüssigkeit kommt. Natürlich verkochen die Pilze komplett, denn wir lassen das gleich 1,5-2 Stunden kochen. Aber wie gesagt, wir fangen mit dem Fond an, Gewürz, Preiselbeer, Pfifferlinge und dann heißt es Deckel drauf, Briketts oben drauf und 1,5-2 Stunden köcheln lassen. Freunde, für diesen wunderschönen Teller müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben klicken. Das steht mal außer Frage. Und ich bin euch noch ein paar Sachen schuldig. Zum einen, Nachwürzen habe ich nicht mehr gemacht. Mir ist vorhin, ja, ich sag mal, ein Schwung mehr Gewürz reingekommen, als ich eigentlich wollte. Und dadurch ist es schon mehr als ausreichend gewürzt gewesen. Wir haben auch noch mal Wasser nachgekippt, weil die Flüssigkeit natürlich verkocht. Und wenn das zu heiß ist, zu stark kocht, was es eigentlich nicht sollte, müsst ihr auf jeden Fall noch mal Flüssigkeit nachgeben. Ansonsten seht ihr hier jetzt auch noch Spätzle auf dem Teller. Die hat Alex zubereitet. Der hat vorhin noch nach seinem Spezialrezept Spätzle gemacht. Spezialrezept von Alex heißt übrigens Tüte auf ins kochende Wasser schmeißen und gib ihm. Ich lüfte jetzt noch das Geheimnis für euch. Dieses Rezept hier haben wir vor 5 Jahren bereits auf unserem Blog online gestellt. Das heißt, es war so eine Art geheimes Rezept, weil vor 5 Jahren war auf unserem Blog noch nicht ganz so viel los und alle YouTube-Zuschauer kannten es noch nicht. Es ist aber eins unserer ersten Rezepte und das haben wir damals noch richtig oldschool im Dutch Oven am Angelteich gemacht. Geil, oder? Alex, sag doch mal. Heftig. Heftig, ja. So, jetzt. Das war's jetzt. War was für ein Geheimnis? Das war's Geheimnis. Das war eins unserer ersten Rezepte. Wissen aber nur die schon von Anfang an dabei waren. So, ich probiere mal. Wichtig ist, das Fleisch sollte schön zart sein. Das ist es. Es zerfällt hier schon. Saftigkeit bei Wild immer schwierig. Wie auch immer, ich beiße rein. Daumen nach oben, schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Denkt dran, Abo dalassen, ganz wichtig. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich probiere noch einmal und dann bis demnächst. Wie schmeckt das Wild? Was ist jetzt der Unterschied zu normalem Gulasch? Was würdest du sagen? Dass es nach Wild schmeckt. Ich muss auch gleich mal probieren. Super lecker.